In diesem Video geht es um Stimulus respektive enttäuschte Stimulus-Hoffnungen, um Donald Trump, um die Fed und um Bitcoin. Ein Thema, das bei mir selten vorkommt. Und wir wollen uns mal anschauen, was derzeit gespielt wird am Markt, was wichtig ist, was ist sozusagen das, was derzeit die Märkte bewegt. Wir hatten gestern ja Schwäche am Markt. Wir haben gesehen, dass praktisch beim S&P 500 so ziemlich alles gefallen ist, alle Branchen unter Druck kamen, alle Sektoren unter Druck kamen, mit Ausnahme Consumer Discretionary, der einzige Sektor, der bei diesen 11 Sektoren im S&P 500 im Plus war. Es war vor allem Energie, Materials, Industrials, also die Sektoren, die eigentlich am Montag von dieser geradezu euphorischen Impfstoffhysterie profitiert haben, die massiv gestiegen sind. Energy ja 14% gestiegen, durchschnittlich über 14%. Am Montag und am Dienstag ging das ja teilweise dann noch weiter, aber seit Mittwoch ist da ein bisschen der Wurm drin. Was ist denn mit der Impfstoffhoffnung, könnte man da fragen? Oder ist schlichtweg diese Rallye zu krass, zu überspannt gewesen und man reflektiert jetzt diese Überspanntheit? Wir haben gestern gesehen, dass dann der Informations-Technology-Sektor sich besser gehalten hat. Also diese ganze Nasdaq-Rotation raus aus Nasdaq rein in Value, die ist seit Mittwoch wieder ein bisschen anders. Da wird eher wieder ein bisschen mehr in Tech rotiert und aus den Value-Aktien rausrotiert, hat sich ein bisschen angekündigt, weil eben die charttechnische Lage, die Indikatorenlage einfach zu extrem war in diesen Value-Aktien. Gestern dann Schwäche bei den US-Indizes, da gibt es vor allem zwei Motive. Der erste ist Trump abandons Stimulus Push. Das Weiße Haus sagt also hier Stimulus, das interessiert uns jetzt nicht mehr, sagte Donald, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Und das ist genau das Problem. Trump wird möglicherweise keinem Stimulus-Deal zustimmen wollen. Das bedeutet, wenn Trump nicht will, dass es hier einen Stimulus gibt, dann kann er ein Veto einlegen. Wenn die Demokraten und Republikaner das miteinander schon verhandelt haben, dann müssten sozusagen in beiden Kammern, also im Abgeordnetenhaus und im Senat, mit einer Zweidrittelmehrheit dieser Stimulus angenommen werden, um das Veto des US-Präsidenten zu überstimmen. Und das ist vielleicht so ein bisschen typisch für Donald Trump. Er hat ja kurz vor der Wahl gesagt, ich will den ganz, ganz großen Stimulus, noch viel größer als die Demokraten. Jetzt, wo die Wahl vorbei ist, interessiert ihn das Thema nicht mehr. Das heißt, es interessieren ihn letztendlich nicht die 10 Millionen Arbeitslosen oder diejenigen Leute, die möglicherweise eben auf solche Schecks angewiesen sind. Und das zeigt mal so ein bisschen die Mentalität, mit der ich so ein bisschen Probleme habe bei Donald. Nämlich, Wahrheit ist das, was mir nützt. Alles andere kann nicht wahr sein. Das zeigt sich jetzt auch bei der Wahl. Es ist sozusagen ein Wahrheitsbegriff, ein Faktenbegriff, der letztendlich total subjektiv ist und total egoistisch ist, und sobald das dann keine Rolle mehr spielt, sobald es ihm nicht mehr politisch nützt, ist es ihm egal, dann will er es plötzlich nicht mehr, das bringt es auf den Punkt, und das hat die Märkte so ein bisschen jetzt gestaucht gestern, denn damit wird klar, dass es maximal, wenn überhaupt, ein kleines Stimuluspaketchen geben wird, vielleicht 500 Milliarden und viel weniger also als eben diese großen Träume, die man hatte, und die großen Ankündigungen, die die Demokraten zum Beispiel gegeben haben, die sind jetzt erstmal vom Tisch. Und jetzt vor allem kommt eben dann in den Fokus diese Georgia-Nachwahl, diese Stichwahl, diese zwei Senatorenplätze, die da in einer Stichwahl zwischen Republikanern und Demokraten dann ausgehandelt werden, gewählt werden. Am 5. Januar ist es ja erst soweit, und bis dahin wissen wir nicht, wem der Senat gehört sozusagen, wer da seine Mehrheit hat. Das ist das Problem, das sich jetzt noch hinziehen wird. Schauen wir in Sachen Trump und Marktkorrektur gestern, oder die Schwäche, leichte Schwäche, die wir gesehen haben hier. Der zweite Grund ist, dass Trump Amerikaner gebannt hat von Investitionen in chinesische Firmen, die in irgendeiner Form eine Beziehung zum chinesischen Militär haben oder haben sollen. Man kann jetzt bis November 21 noch Anteile halten an solchen Firmen, als Investor, und es waren viele amerikanische Investoren, die sich da rein investiert haben, in A-Shares, H-Shares, die dann zum Beispiel in bestimmten Indizes integriert waren, die sehr wichtig sind, zum Beispiel den MSCI Emerging Markets oder den FTSE All World Index. Also das sind Bestandteile von großen Indizes, deswegen diese leichte Verunsicherung. Und wir sehen hier die chinesischen A-Shares unter Druck. 2% geht es da nach unten, weil das natürlich für viele chinesische
Aktienwerte, Unternehmen dann ein Problem wird, dass sozusagen hier eine Art Paria-Stellung durch die Amerikaner ausgerufen wird. Also diese zwei Faktoren, Stimulus, enttäuschte Stimulus-Hoffnungen, wenn man so will, und dann eben die Sorgen, naja, um eine weitere Eskalation jetzt noch von Trump, solange er im Amt ist. Apropos Trump, jetzt hat die offizielle Wahlbehörde der USA, nämlich das Department of Homeland Security, die US-Wahl als die sicherste und wenig anfälligste für Betrügereien in der US-Geschichte bezeichnet. Das kann man natürlich anders sehen, aber Fakt ist, dass damit die oberste Sicherheitsbehörde in Sachen Wahlen sagt, ja, da gab es keinen Betrug. Das konterkariert natürlich diese Thesen von Sid Donald und den Seinen. Das ist eben wieder dieses Paradigma, was mir nützt, ist die Wahrheit. Und wenn es mir nicht nützt, kann es keine Wahrheit sein. Das ist genau das Thema, was sozusagen jetzt wahrscheinlich uns die nächsten Wochen begleiten wird. Man wird gegen diese Wahl anlaufen und anlaufen, so wie es einige Anhänger der Trump-Religionsgemeinschaft machen, aber es wird wahrscheinlich am Ende nichts bringen. Wir sehen dann, dass im Gefolge der US-Wahl die zweitgrößten Zuflüsse in US-Aktien geschehen sind, wie die Bank of America hier zeigte, 33 Milliarden Dollar in Equities, in US-Equities sind da reingeflossen, weil man sich gedacht hat, okay, jetzt ist diese Unsicherheit der US-Wahl vorbei und es scheint sich ja zunächst mal auch ausgezahlt zu haben, als dann am Montag eben diese Impfstoffhoffnung natürlich auch die amerikanischen Indizes nach oben getrieben hat. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Amerikaner horrende Defizite schreiben. Wir haben hier das US-Oktober-Budget-Deficit, 284 Milliarden, erwartet nur 275 Milliarden, und wir sehen, das ist eigentlich eine Never-Ending-Story. Die Amerikaner, die schaffen es nicht, in irgendeiner Form mal einen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften. Gut, wer schafft das schon? Ja, das schafft eigentlich keiner, in Corona-Zeiten sowieso nicht, aber bei den Amerikanern ist das besonders krass. Und interessant in diesem Zusammenhang ist die Nominierung jetzt wohl von Judy Shelton zur Fed. Da wird sie wohl vorgeschlagen werden. Dienstag, Mittwoch könnte da die Abstimmung im Senat sein und im Abgeordnetenhaus. Das bedeutet, Judy Shelton ist ja eine starke Kritikerin eigentlich der Fed, die sagt, naja, das ist alles ziemlicher Schwachsinn, was da passiert. Die fordert eigentlich den Goldstandard wieder einzuführen, also die Bindung des Dollars an die Goldvorkommen. Das wäre natürlich der sofortige Exit der USA. Wenn man das machen würde, dann könnten die Amerikaner sofort einpacken mit ihrer extrem krassen Schuldenpolitik. Judy Shelton, sehr umstritten, hat dann ihre Kritik ein bisschen zurückgesteckt, hat auch diesen Goldstandard nicht mehr so stark verteidigt, als sie vorgeschlagen werden wollte, von der Trump-Administration in die Fed dann reingebracht zu werden. Aber es gab zu große Widerstände. Jetzt der zweite Versuch, und das hat vielleicht bessere Chancen als beim ersten Mal, Judy Shelton in die Fed zu bringen. Das wäre der Albtraum für Jerome Powell, denn damit hätte er eine richtige Querulantin aus seiner Sicht in der US-Notenbank. Übrigens nochmal diese Impfstoffhoffnung, wir hatten ja praktisch ein Allzeithoch bei 95 Billionen Dollar, was die Marktkapitalisierung der wichtigsten Aktienmärkte betrifft. Allzeithoch muss ja daran liegen, dass die Firmen in der Corona-Krise viel, viel wertvoller geworden sind. Und ich meine, Henrik bringt es vielleicht auf den Punkt, das erste Mal in der Geschichte sind wir mit Allzeitrekorden in Sachen Bewertung in eine Rezession gegangen. Und jetzt kommen wir aus dieser Rezession raus und die Bewertungen sind noch viel krasser nach oben gegangen. Dank der Fed, wer sich da intellektuell irgendwie unterfordert fühlt, der mag da vielleicht recht haben, aber es ist eben die Fed, die sozusagen all das ermöglicht. Das sind die Notenbanken, die das ermöglichen, wenn die Aktienmärkte mal auf eigenen Füßen stehen müssten. Wehe, 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 wenn da der Support der Notenbanken wegfällt. Kommen wir zu Corona, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die neuesten Zahlen. Deutschland mit einem neuen Rekord, 23.542. Es geht also tendenziell weiter nach oben. Der leichte Lockdown, der differenzierte Lockdown, den wir derzeit haben, der wird erst später wirken, wenn überhaupt. Wir sehen in den USA einen neuen Rekord. Jetzt mit 150.000 Fällen. Hospitalisierungen gehen weiter nach oben. Wir haben ja hier Schulschließungen in Detroit, möglicherweise auch in New York. Wir haben die Empfehlung, in Chicago zu Hause zu bleiben. Also das nimmt jetzt Fahrt auf, auch in den USA, eben diese Lockdown-Thematik. Das war vielleicht auch der dritte Punkt, der gestern dann so ein bisschen zur Schwäche
der Märkte beigetragen hat. Hier diese Grafik von Michael Silver zum S&P 500 bringt es vielleicht auf den Punkt. Wir haben jetzt sozusagen zunächst mal korrigiert, sind allerdings über den 5-Tages-Durchschnitt noch, haben unten noch jede Menge offene Gaps warten, diese Aufwärtsgaps, die wir gerissen haben in den letzten Tagen. Jetzt sind wir in dieser Spanne zwischen und bei 3.515 Punkten beim S&P 500 auf der Unterseite und 3.585 Punkten in dieser Range ist sozusagen eine neutrale Situation. Gehen wir über die 3.585, dann könnte es nochmal einen Lauf nach oben geben. Wenn wir unter die 3.515 fallen, dann dürften wir die nächsten Gaps schließen. Wir haben von diesen 5 Gaps jetzt eine Gap geschlossen und man kann das vielleicht hier nochmal sehen, auch bei Sven Hendrik in diesem Chart. Wir haben praktisch jetzt auf diesen Trendkanal aufgesessen, 5 Gaps, das erste Gap ist gefüllt und jetzt haben wir praktisch hier diese Trendkanallinie zweimal getestet. Wird wichtig sein, die zu verteidigen oder eben nicht zu verteidigen, da wird sich dann entscheiden. Und abschließend, ich hatte es ja gesagt, geht es um Bitcoin, da sind wir ja gestern über die 16.000 Dollar Marke gestiegen und die Glaubensgemeinschaft Bitcoin ist ganz euphorisch. Es gibt ja mehrere Glaubensgemeinschaften, es gibt die Glaubensgemeinschaft Tesla, es gibt die Glaubensgemeinschaft Trump oder die Religionsgemeinschaft. Es gibt also immer wieder Religionsgemeinschaften, gerade auch in Sachen Krypto. Ich habe prinzipiell nichts gegen Religionsgemeinschaften, bin aber allerdings der Auffassung, dass man eigentlich am besten nach Erkenntnis streben sollte als oberstes Ziel. Und Glaubensgemeinschaft heißt ja, oder ein Glaubenssystem heißt eben meistens ein umfassendes Erklärungsmodell, das so ziemlich alles erklärt. Und hier sagt die Glaubensgemeinschaft Bitcoin, dass ja die Währung praktisch oder diese Kryptowährung ja dezentral sei, dadurch praktisch nicht attackierbar und das ist leider nicht der Fall. Natürlich können Regierungen wie zum Beispiel die amerikanische Regierung Bitcoins verbieten, können die ganze Infrastruktur zuschießen, keine Plattformen mehr erlauben, über die Bitcoins gehandelt werden und stattdessen zum Beispiel den Fedcoin einführen, also praktisch eine Digitalwährung durch die Zentralbank. Das ist das entscheidende Thema nach meiner Auffassung. Wird ja wohl auch hier in der Eurozone geplant. Das heißt, mit einer digitalen Währung kann man zum Beispiel die faktischen Negativzinsen richtig durchdrücken. Das ist sozusagen das Zukunftsthema. Das, was wir jetzt im Kryptobereich sehen, ist eher noch eine Spielwiese mit relativ wenig Kapitalisierung. Da ist natürlich viel Euphorie dabei und die scheint dann bestätigt zu werden, wenn die Kurse hier steigen. Aber es ist faktisch so, wenn die amerikanische Regierung sagt, das wird uns jetzt zu heikel, das wird uns zu gefährlich, dann wird das Ding verboten, dann werden die Plattformen verboten, dann sagen jetzt die Bitcoin-Fans, okay, dann gehen wir eben dezentral irgendwo hin. Ja, wohin denn wollt ihr denn gehen? Denn dann werden die Amerikaner sagen, wer das erlaubt, welches Land das erlaubt, das wird vom Dollarsystem abgekoppelt, dann ist sofort finito. Oder wer schon vom Dollarsystem abgekoppelt ist, wie der Iran, der kann das vielleicht noch anbieten, aber dann wünsche ich den Bitcoin-Fans viel Spaß bei Transaktionen in und mit dem Iran. Also, das ist so ein bisschen jetzt der Stand der Dinge. Wir haben enttäuschte Stimulushoffnungen gesehen, wir haben so ein bisschen Verunsicherung wegen China gesehen, diese Handelskrieg-Thematik ist jetzt plötzlich wieder da und wir haben eben diese Corona-Situation. Wie können die Märkte jetzt damit umgehen? Das werden wir heute sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.